Was machen Sie hier in Geisenfeld? Ich schaue bei einem Videodreh zu. Von wem? Von einer Sängerin aus Geisenfeld. Wie heißt die? Ramona Fottner. Die Ramona ist zu uns ins Studio gekommen und das ist ja nicht der beste Punkt, wo man dann eine Künstlerin treffen kann. Sie war als Chorsängerin engagiert. Und dann waren wir auch sehr gespannt und dann natürlich sehr positiv überrascht. Die Sonne sehen. Und ihre klare Stimme ist uns einfach aufgefallen und die Professionalität in der Stimme, die schon für eine 13-Jährige sehr, sehr ausgereift war. Ich habe die Ramona zum ersten Mal in der Realschule Geisenfeld gesehen bei einer Musical-Aufführung. Und dort hat sie mir unheimlich imponiert als Gesangstalent. Und damals war sie 13 Jahre alt. Also für mich ist es eine große Ehre, dass ich heute die Ramona stylen darf und sie begleiten darf zu ihrem Weg einfach für diesen Videodreh. Und für mich ist es einfach eine neue Herausforderung. Ja, freilich. In der Zeitung gelesen, von Bekannten gehört. Also singt ja auch schön. Also die Ramona, die singt schon von kleinst auf. Und mit 10 Jahren, da waren wir so zufällig in einer Karaoke-Bar. Und da hat sie dann gesungen und das war so gut, dass ich selber da gekommen bin und habe Gänsehaut gehabt. Und das war Gänsehaut pur. Sie hat sich ein paar Lieder ausgesucht in einer Karaoke-Bar. Und dann hat sie einfach zum Singen angefangen. Da war ein englisches Publikum und die haben das alle nicht glauben können, dass die Ramona erst 10 Jahre alt ist. Ich habe mir einfach gedacht, da muss was passieren. Die melden wir bei der Musikschule. Sie ist jetzt seit gute zwei Jahre macht sie jetzt Gesangsunterricht. Sie spielt noch Gitarre und auch ein bisschen Keyboard. Und ich denke, da sind sie aber auf einem guten Weg. Es gibt hier gute Musikschulen und auch noch Tanzausbildung, vielleicht ein bisschen mitmachen möchte. Das alles dient natürlich dann der Bühnenpräsenz, der Performance, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, sage ich mal. Sie war beim Kitty Contest, das war 2007. Und letztes Jahr war es in ARD immer wieder sonntags, beim Stefan Ross. Ramona singt jeden Tag, Ramona steht singend auf und geht singend ins Bett. Ramona, also die singt wirklich immer, auch nach der Schule, Mittag, wenn sie heimkommt. Die Ramona hat letztes Jahr schon bei meiner Weltmeisterschaftsfeier hier in Geisenfeld vor dem Salon ein paar Auftritte gehabt und da habe ich sie auch schon auf der Bühne gestylt. Wir hatten dann auch letztes Jahr im Sommer 2008 bei uns auf dem Startplatz die Fußball-Europameisterschaft aus Österreich und der Schweiz übertragen. Es war ein Riesenerfolg, da waren bei Deutschlandspielen über 1000, an die 2000 Leute da. Und dort habe ich die Ramona gebeten, auf der Bühne aufzutreten. Und vor dieser riesigen Kulisse hat sie eine Schau abgezogen. Es war grandios, für ein Mädchen in diesem Alter schon so gut zu sein. Die Ramona kommt sehr, sehr sympathisch rüber. Ich sag mal, die Ramona war heute schon richtig cool, als sie heute im Salon war in der Früh. Also die hat schon wirklich gute Nerven und das braucht man auch in dem Job. Ramona hat schon konkrete Vorstellungen und zeigt mir auch Bilder, wie sie es gern hätte. Und sie ist auf jeden Fall schon fast ein voller Profi. Ich schieb einfach die Sonne zu dir. Ramona singt ja eigentlich recht viel am Musical, ihre Schlagertitel und ja, sie singt auch gern englische Lieder. Aber Ramona wird, glaube ich, schon mal gern auch beruflich so zum Musical. Ja, es kann, wenn man sich genügend Zeit gibt, natürlich was Schönes, Großes werden. Also es kann wirklich vom guten Talent zu einer bekannten Künstlerin reifen. Dazu gehört natürlich auch ein umsichtiges Management. Ich hoffe, dass die richtigen Leute sie finden und dass die Eltern ihr eine Stütze sind und sie nicht überfordern. Okay, man muss halt wirklich abwarten. Ramona sagt auf jeden Fall, so sie mag beim Musizieren bleiben, sie mag weiter singen. Und da haben wir natürlich in der Person von Ramona ein ganz, ganz wichtiges und gutes Talent entdeckt und das muss gefördert werden. Wenn sie an sich arbeitet, dann hat sie möglicherweise eine große Karriere vor sich. Und die möchte ich gerne auch als Bürgermeister dieser Stadt auch mit unterstützen. Raten würde ich hier mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Dass sie die Schule gut hinbekommt und dass sie dann eine Ausbildung macht, Gesang. Denn ich lade dich gern dazu ein. Die war immer schon locker, aber nur auf der Bühne.
die geht auf die Bühne mit einem Feeling, die scheißt sich nichts, desto mehr Leute das da sind, desto besser ist. Und das ist einfach unbeschreiblich. Einfach die Sonne zu dir. Sie soll immer bescheiden bleiben. Immer locker und nicht vom Boden abheben. Und das Licht, das dich wärmt. Klar, also Ramona ist toll. Ich finde sie wirklich ganz toll. Sie singt wirklich also bezaubernd. Ist es optimal? Ja, sie kann halt gut singen. Die Ramona ist total unkompliziert. Ich finde es toll. Einfach toll. Und wenn wir schon so ein riesiges Talent in unserer Stadt haben, dann hoffe ich auch, dass sie demnächst so viel Erfolg hat, dass sie sich dazu bekennt, wo sie herkommt. Und wenn sie dann sagt, ja, ich komme aus Geisenfeld, dann nutzt uns das. Schieb einfach die Sonne zu dir. Mit Ehrgeiz mehr zu schaffen.